Die Ballkünste dieses jungen Mannes waren Real Madrid stattliche 100 Millionen Euro wert. Für diese Rekordablösesumme ist der Waliser Gareth Bale vom englischen Club Tottenham Hotspurs zu den Königlichen in Spanien gewechselt. Und dort bereiteten seine neuen Fans dem 24-Jährigen einen begeisterten Empfang. Tausende waren am Montag ins Bernabeu-Stadion gekommen und bejubelten den Neuzugang, der das sichtlich genoss. Sein Wechsel hatte sich zu einem regelrechten Transferkrimi entwickelt und den ganzen Sommer über für Spekulationen gesorgt. Kurz vor Ende der offiziellen Wechselfristen meldeten zuerst die Engländer und dann die Spanier, dass der Rekordcoup nun perfekt ist. Der erste Tag bei seinem neuen Arbeitgeber fing für Bale mit einem medizinischen Check an, eine routinemäßige Bedingung, bevor der Vertrag endgültig unterzeichnet wird. Mit Bale setzt Realpräsident Florentino Perez zu einem weiteren Rekord an. Der Vereinschef des mutmaßlich reichsten Fußballclubs der Welt und seine Fans wollen endlich die Decima, den 10. europäischen Meistertitel, was den Madrilenen seit Jahren nicht gelingen will. Bale lauschte den Ausführungen seines neuen Chefs gespannt. Der hatte ein Foto ausgraben lassen, das Bale als Kind mit einem Trikot seines neuen Vereins zeigt. Denn genau für diesen Verein habe Bale schon immer spielen wollen, sagte Perez. Der Traum ist nun wahr geworden. Das ist dein Stadion, dein Schild und das sind deine Fans. Zu deren Freude ergriff Bale daraufhin gleich selbst das Wort und versuchte sich in seiner neuen Dienstsprache samt traditionellem Schlachtruf am Ende. Danke für den großartigen Empfang. Ala Madrid. Ala Madrid. Bisher galt Bales neuer Kollege bei Real Madrid, der Portugiese Cristiano Ronaldo, mit rund 94 Millionen Euro Ablösesumme als teuerster Spieler aller Zeiten. Nun sollen die beiden gemeinsam den spanischen Club wieder an die europäische Spitze schießen.